Ja, Deutschland ist Weltmeister. Zumindest, wenn es um Mineralwasser geht. Denn nirgendwo sonst auf der Welt sippeln die Menschen so viel Sprudelwasser wie bei uns. Knapp 130 Liter trinkt jeder von uns statistisch gesehen im Jahr. Ja, und so sieht das in Mineralwasserkästen aus. Die Mineralwasserleidenschaft der Deutschen ist auch der Stiftung Warentest nicht entgangen. Die hat nämlich 29 Medium-Mineralwässer getestet, übrigens die meistverkaufte Sorte in Deutschland. Im Test waren Markenprodukte, die zum Teil auch überregional bekannt sind. Außerdem Eigenmarken der Discounter, Supermärkte und Drogerien. Deutschlands Lieblingsgetränk im Test. Wenn da nur diese nervige Schlepperei nicht wäre. Genau die nehmen wir den Leuten heute ab. Und zwar mit einem der stärksten Wasserträger Deutschlands. Profi-Bodybuilder Steve Bentin. Der perfekte Mann, um den Leuten gleich das Wasser nach Hause zu liefern. Kannst du vielleicht anschieben? Ich komme überhaupt nicht aus dem Quark hier. Mineralwasser haben wir, Wasserträger auch. Eine gute Expertin bräuchten wir noch. Darf ich Ihnen was bringen? Ja, ich hätte gerne ein richtig schönes Glas Mineralwasser. Okay, gut. Ja. Was kostet so eine Flasche? Ja, die liegt so fünfstellig. Oh, man sollte aufpassen, wenn man bei einer Mineralwasser-Sommelier seinen Sprudel bestellt. Soledad Sichert weiß einfach alles über Mineralwasser. In ihrem Restaurant stehen 400 Flaschen aus der ganzen Welt. Das ist aus Japan, aus einem heiligen Berg. Das ist jetzt ein Wasser aus der Nähe von dem Nordpol. Das ist Wasser aus Patagonien. Ist denn so ein abgefahren teures Mineralwasser tatsächlich besser als ein ganz normales Mineralwasser? Also es gibt jetzt keine schlechte oder bessere Wässer. Es gibt nun mal unterschiedliche Wässer, je nachdem, was ich gerade möchte. Also zum Beispiel bei so einem Tag heute, der ist sehr heiß, dann muss ich auf jeden Fall ein Wasser oder sollte ich ein Wasser nehmen, was einen sehr hohen Bestandteil an Mineralstoffen hat. In ihrem Restaurant in Königswinter verkauft die Expertin fast nur Mineralwasser aus Deutschland. Wenn man das mit ihr trinkt, ist das wie bei einer Weinprobe. Was passiert mit meinem Mund? Stumpf. Stumpf, klebig im Mund. Genau, und das ist Calcium. Ach. Und wer sowas weiß, passt perfekt in unser Stern-TV-Wasserlieferteam. Wobei, stopp. Vielleicht bevor wir zu den Leuten gehen, besser was anziehen, Steve. Und jetzt brauchen wir nur noch ein paar durstige Menschen. Ja, guten Morgen. Stern-TV ist da. Guten Tag. Ja, guten Morgen. Ja? Dieser starke Mann, ja, ist extra gekommen, um Ihnen heute das Mineralwasser zu bringen. Ja, das ist ja eine tolle Idee. Wie viele Kästen können Sie denn gebrauchen? Ja, normalerweise reicht eine. Eine? Dafür ist Steve Bentin heute Morgen nicht aufgestanden. Stern-TV liefert frei Haus, direkt auf dem Balkon, wo auch die leeren Pfandflaschen aus dem Discounter lagern. Aber nur aus Plastikflaschen? Ja. Trinken Sie nicht aus Glasflaschen? Nee, man muss ja die Schlepperei. Ich mache ja auch lieber aus Glas, davon abgesehen. Schmeckt ganz anders. Weil klar. Wir wissen, dass wir Partikel ins Wasser gelangen. Und wir wissen jetzt nicht, was in 10, 20 Jahren letztendlich sein wird. Tatsächlich wies die Stiftung Warentest bei der DM-Eigenmarke Ivorel zwei Substanzen nach, die aus der PET-Flasche ins Wasser geraten sind. Das sei gesundheitlich wohl unkritisch, wirke sich aber negativ auf den Geschmack aus. Urteil ausreichend. Wenn ich jetzt hier so sehe, also diese dickwandige Kunststoffflaschen sind auf jeden Fall besser. Die haben einen Blocker sozusagen, also da wird nichts ins Wasser gelangen. Das heißt also, Ihr Tipp ganz klar, wenn PET-Flaschen, dann nicht die Einweg-PET-Flaschen, sondern die Mehrweg-PET-Flaschen und dann auch idealerweise Mineralwasser. Und nicht das. Und dann kann man sagen, also die kann man 20 Mal abfüllen, das wird sofort weggeschmissen. Wer süppelt denn das Wasser hier bei Ihnen? Nur Sie oder? Ich und mein Mann. Aber wo sitzt der denn? Der sitzt in der Küche, der ist am Mittagessen. Am Mittag? Wir stören Sie beim Mittagessen? Da ist er, Peter Kröber, 72 Jahre alt, inzwischen Rentner. Ich war bei dem Müller vor. Ach, tatsächlich? Ja. Mhm. Wie viel Mineralwasser haben Sie getrunken in Ihrer aktiven Zeit als Müllmann? Bestimmt, also 5-6 Liter bestimmt. Am Tag? Am Tag, oder mehr. Ich trinke aber heute auch noch. Meine 4 Liter trinke ich immer, 5 Liter immer. Na, zum Glück haben die zwei ja jetzt erstmal ein paar Liter auf dem Balkon stehen. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Hat mich gefreut. Dankeschön.
Die Stern-TV-Wasserauslieferung geht weiter. Wir treffen Jacqueline. Ich trinke eigentlich nur Leitungswasser. Noch ahnt Steve Bentin nicht, warum sie das normalerweise tut. So. Wie hoch müssen wir denn? Vierte Etage. Yippie, Steve, vierte Etage. Okay, jetzt ergibt das mit dem Leitungswasser auch Sinn. Das kann Jacqueline wie überall in Deutschland natürlich bedenkenlos trinken. Aber manche Mineralwässer haben deutlich mehr Mineralstoffe. Magnesium, Calcium und... Und steht hier noch immer noch dieses Hydrogencarbonat. Das bindet die Säure im Magen. Also ne, je nachdem, wenn man so ein bisschen Sodbrennen vielleicht hat, ne, je nachdem, dann kann man also so ein Glas, zwei Gläser davon trinken und dann bindet sofort die Säure im Magen. Also mehr braucht man auch nicht. Das heißt auch zu empfehlen, wenn ich mir einen Wein reinkippe, dann... Oder vielleicht Süßigkeiten, ne, je nachdem. Vielleicht. Tatsächlich, aber das neutralisiert, ja? Ja, genau. Ein hoher Hydrogencarbonat-Anteil. Genau. Einen hohen Gesamtmineralstoffgehalt hatten bei der Stiftung Warentest nur drei der geprüften Wässer. Rossbacher, Geroldsteiner und Naturparkquelle. Für alle drei gab es das Testqualitätsurteil gut. Von Mineralstoffmangel ist bei Steve Bentin noch keine Spur. Er schleppt weiter literweise die Kästen in die deutschen Haushalte. Das weckt Begehrlichkeiten in den oberen Etagen. Also, wie viel wollen Sie? Zwei Sprudel und zwei Medium. Also, zwei Sprudel, zwei Medium. Und in diesem Haus 40 Stufen. Selbst wenn es hier einen Aufzug gäbe, Steve würde ihn nicht nutzen. Guten Tag. Na, Sie filmen einfach mal zurück, ne? Bei Familie Di Matteo gibt es seit Jahren das gleiche Mineralwasser, nämlich das vom Discounter aus der PET-Flasche. Also bei Mineralwasser gehen wir wirklich jedes Mal zum Aldi und holen es nur da. Immer das, egal. Also kein anderes. Weil es Ihnen am besten schmeckt. Ihr Mann mag's mit viel Sprudel, sie Medium. War auch im Test der Stiftung Warentest. Mhm. Gucken wir mal, wie das abgeschnitten hat. Die Aldi-Hausmarke gehörte hier zu den günstigsten und besten Mineralwässern. Gesamturteil sehr gut, wie übrigens insgesamt gleich 8 Wässer. Und jetzt ein Hauch von Wetten, dass am Mittwochabend. Nilüfer Di Matteo aus Köln wettet, dass sie ihr Lieblingswasser aus zufällig ausgewählten Wässern blind erkennt. Zuschauer wären jetzt gut. Ach, die Tochter! Hallo, nicht erschrecken. Hi, kommen Sie ruhig rein. Hi, wir sind von Stern TV. Wir haben Ihre Mama gerade ein bisschen überfallen. Die ist gerade mittendrin in einem großen Mineralwassertest. Ach so. Es geht schon los. Ich glaube, das ist das Zweite. Das wäre das, wo jetzt mein Finger drauf ist. Und Frau Di Matteo, Sie dürfen jetzt die Brille abnehmen. Oh. Ja, Wahnsinn! Ja. Tiziana, was für ein Mineralwasser bevorzugen Sie denn? Auch Aldi, eigentlich. Ja? Na dann, nächster Showauftritt. Tiziana muss sich allerdings sputen. Sie hat gleich noch einen wichtigen Termin. Wir müssen Ihre kirchliche Trauung für nächstes Jahr anmelden gehen. Heute wird die Hochzeit angemeldet? Ja, also wir wollten schon mal die Kirche reservieren, ja. Tatsächlich, in was für einen Moment kommen wir denn hier rein? Das gibt's doch nicht. Dann schnell zu Ende testen. Ich glaube, dass das unser Wasser ist. Und wieder richtig. Also heißt idealerweise, wenn man sein Mineralwasser gefunden hat, dann wechseln viele das ihr Leben lang nicht mehr. Und genau das wünsche ich Ihnen auch für Ihre Ehe, ne? Danke. Alles Gute. Ein klares Ja gab es von der Stiftung Warentest für 4 Testsieger. Eine 1,4 holten das Markenwasser von Aquintus und die 3 Discounter-Eigenmarken von Kaufland, Lidl und Penny, die mit 18 Cent pro Liter auch die günstigsten Wässer im Test waren. Und wenn Sie noch Trauzeugen brauchen, ne? Ich hab da draußen einen sitzen. Ja. Allerdings müsste bei dem die Getränkeplanung entsprechend angepasst werden.